Halli, Hallöchen, da sind wir schon wieder bei Oxygen not included. Die vier Tanks sind voll, randvoll, finde ich. Erschreckend. Da muss ich mir mal was einfallen lassen, ja. Aktuell kann man es, glaube ich, gut noch überbrücken. Wir haben genügend Kohle gerade. 35 Tonnen. So, wir haben Petroleum. Das ist gedamaged. Halleluja, ja. Was ist da gedamaged, du? Ich weiß es nicht. Irgendwas davon. Ich glaube, den Stromschalter, das bräuchte ich gar nicht, aber egal. Das machen wir hier mal. So. Hier wird schön Petroleum gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir das Problem hier unten. So, das ist jetzt so ein Kernproblem, was wir haben. Ich würde fast sagen, wir zerlegen das hier alles mal. Wir zerlegen hier mal alles. Bauen das mal alles neu. Denn da unten scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen. Auf jeden Fall produzieren wir da unten auch schon wieder Erdgas. Genauso wie hier. Das finde ich gut so, wie es hier läuft, tatsächlich. Das Erdgas switcht einmal nach unten. Wunderbar. So, wir bauen hier unten das jetzt alles mal komplett um. Denn Verbrühung, ja, du kriegst da unten Verbrühungen. Ja, hier ist es halt auch sehr warm. So, dann machen wir nur einmal Strom. So. Und pumpen dann auch alles weg. Das kriegt ihr schon hin. Ich fülle hier das Becken wieder auf in der Zeit. So, die Leiter hier können wir mal zerlegen. Wie viel Plastik haben wir gerade? Dass wir da mal ein bisschen schneller nach unten kommen. Machen wir hier nämlich sowas. Ich hoffe, die können selber die Rohre crossen. Wenn nicht, dann haben wir da jetzt ein Problem. Ich hätte das Ding auch wegmachen können, fällt mir gerade so ein. Warum haben wir einen Stress? Otto. Otto hat einen Stress. Ja, Otto hat
Das ist hier auch noch blöd. So. Wir haben halt fast kein Metall mehr. Das ist halt ärgerlich. Wir müssen dann unbedingt Metalle sammeln. Hier? So. Hier unten liegt Plastik. Los mit euch. So. Wühlmauswelpe, nehmen wir dich und Wühlmauswelpe angreifen gleich. Instant gleich killen. So. Ja, du saugst hier ein schönes Vakuum. Die können wir jetzt mal ausmachen. Weil wir hier unten ja gerade kein Öl nicht fördern. So. Hier unten ist jetzt alles voller Erdgas. Erdgas. Sauerstoff. Alles nicht so geil. Die haben da echt gerade. Ja, hier haben wir ein extremes Sauerstoffproblem. Hier der ganze Weg nach oben schon wieder. Hier, das geht, völlig klar. Hier haben wir verschmutzten Sauerstoff mit drin. Hier könnte man eigentlich vorausschauend mal einen Filter hinstellen, dass es hier mal ein bisschen gefiltert wird wegen Schleimlungen und so ein Mist. Körpertemperatur, Körpertemperatur. Es wird wieder wärmer. Diesmal aber von oben wahrscheinlich die Wärme. Von unten müsste es jetzt kühler werden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier oben das alles wegbekommen. Aber auf kurze oder lange Sicht wird es schon. Ich meine, in der Theorie können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Könnten das halt hier auch nochmal kühlen. Die ganze Luft hier. Das müsste man eigentlich kühlen können, weil dann kommt hier nicht so warme Luft raus. Obwohl hier ist es... Es passt schon. Das passt erstmal schon. Ich glaube, Nahrung wird mal... Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Ich glaube, an Nahrung wird es erstmal nicht scheitern. Das ist jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. Die zwei Probleme müssen wir jetzt dann erstmal lösen mit Kohlenstoff. Genauso was hier unten. Das ist alles randvoll. Da unten ist alles randvoll. Das ist alles nicht optimal. Gucken wir uns das mal genauer an. Hier haben wir ganz viel Erdgas. Sauerstoff, Sauerstoff, Erdgas, Kohlenstoff. Hier ganz viel Kohlenstoff.
Ich würde sagen, hier einen Luftreiniger hinbauen. Dann müssen wir hier das crossen. Das ist alles ein bisschen blöd. Wir brauchen Wasser. Deswegen machen wir Folgendes. Wir zerlegen hier mal. Graben uns mal hier so durch. Hier so durch. Nee. Abbruch. Das ist Bullshit. So, die Wegplatte zerlegen. Wir dann den Gitterziegel einfach hinmachen. Dann, jetzt muss ich kurz gucken, wegen Brunnen. Wo hat denn der Ölbrunnen? Klatschen wir jetzt hier nochmal drauf. Wie sind hier die Rohre? Hier Schmutzwasser, Wasser geht hier hin. Hier hätten wir normales Wasser. Das brauchen wir für den Ölbrunnen. Und das können wir auch benutzen. Das Problem ist, wir kommen halt da nicht runter. Ohne dass da irgendwelche Bullshit gemacht wird. Das heißt, schon so. Hey, wisst ihr was? Abbruch. Wie viel Plastik haben wir? Okay. Okay. Wir haben hier noch ein bisschen Rohöl. Er kann hier noch ein bisschen Plastik machen. Dass wir irgendwie gucken, dass wir so weit wie möglich schon mal mit dem Eingang, Transitrohr, Kack, dass wir da schon mal so weit wie möglich, nee, runterkommen. So. Dann brauchen wir Erze. Wir brauchen ganz dringend Erze. Wir haben fast keine Erze mehr zum. Hier haben wir Manganerz oder irgendwie sowas. Hier. Eisenerz. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir hier ein bisschen wieder mehr schürfen. Links und rechts und oben und überall so. Hier das ganze Ding hier mal ausklären. Wir brauchen halt, hier haben wir Wolfram, Gold, Mangan, Dingsbums, keine Ahnung, whatever, Eisen, wir brauchen alles. Was ist hier gerade passiert? So. Dann brauchen wir hier ganz dringend eine große Pumpe. Eine große Pumpe. Wo
Wo ist sie? Da. Und zwar knallen wir die große Pumpe hier so hin. Hier die große Pumpe. Dann geht der Vent. Hier hoch. Dann gibt's hier. So. Hier machen wir das. Ach, jetzt rennen sie wieder alle runter. Sie sollen... Gut, ich habe fast kein Plastik mehr, gell? Das ist halt problematisch. Wie viel kostet ein Rohr? 50. Ich werde so nicht ganz runterkommen. So. Habt ihr hier nochmal eine Baustelle? Hier haben wir Chlorgas drin. Dann kommt hier Luftreiniger hin. Hier können wir dann eine Tür machen. Naja, können wir nicht. Blei. So. Machen wir hier so einen Vent, wo dann der ganze Stickstoff hier, der was hier ist, so nach und nach abziehen kann. Und dann machen wir hier auch einfach luftdurchlässige Ziegel rein. Das muss man dann sowieso alles mal umbauen hier. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mit den ganzen Leitern, das Wasserbecken, das gefällt mir einfach nicht. Ja. Algen wird weniger, Erde haben wir noch. Plastik kriegen wir wieder. Ton haben wir 0 Kilo. Wie? Bitte? Warum haben wir keinen Ton mehr? Wie kann das sein? Füttert mal ein bisschen Sand. Oh, das ist ärgerlich. Ihr hier auch noch ein bisschen was zu tun habt, dann könnt ihr gleich wieder, was ist das, Algen, Schleim, bisschen einsacken. Hier müsste ich mir fast einen schnelleren Weg überlegen, wie ich hier am besten runterkomme. Ob wir hier nicht einfach straight bergab graben. Und dann hier bei dem Eis sind.
Und dann hier die Station irgendwie hinsetzen. Kohle. Sehr gut. Ja, hier müsste man dann auch mal runtergraben. So, was können wir uns da oben aussuchen? Wann bist du still? In 15 Zyklen stehst du still. Da muss ich mir auch irgendwo überlegen, wo ich dann den Generatoren hinsetze. Okay, hier haben wir jetzt alles leer. Sehr gut. So. Hier schon mal die Leine runter. Wir haben viel zu wenig Plastik dafür. Also wirklich viel zu wenig. Aber sie können da schon mal ein bisschen was machen. Wir haben ein tolles Vakuum, oder wie? Nee, nur Sauerstoff. Verschmutzter Sauerstoff. Hier haben wir auch Chlorgas drin. 26 Kilo Erdgas. Was haben wir hier? 22 Kilo Erdgas. Das ist halt zu wenig. So, gut, in der Zwischenzeit könnt ihr mal hier graben. So. Nee. Abbruch. Hier graben. Und hier Ziegel setzen. Und hier macht man den luftdurchlässigen Ziegel. Geht gleich das Petroleum aus, oder? Ja. Ton 0, Plastik 0, Fleisch 0, Erde haben wir noch, Algen werden weniger, Kohle wird gerade mehr. Das ist halt der einzige Vorteil aktuell. Dafür geht der ganze andere Mist einfach aus. Hilft nichts. Wir müssen nach und nach jetzt mal anfangen zu meinen. Das Problem ist aber halt da auch der Sauerstoff. Ja, da haben wir gerade kein Plastik. Ich weiß, ich weiß. So. Und so graben wir uns jetzt dann Stück für Stück daran, dass wir halt dann kein Wasser nicht wieder überfluten und alles. So. Graben. Ja, man kann eine Mauer bauen, auch wegen dem Gas hier. Das hier unten wird halt toll. Ich filter halt nur das Erdgas raus, was sich hier sammelt. Ja? Mehr will ich hier aktuell nicht rausfiltern aus dem ganzen Konstrukt. Wenn wir das hier so aufmachen, ich möchte auch hier unten das so aufmachen,
dass das hier einfach läuft und schön viel Erdgas rausfiltert. Chlor, Wasserstoff und was weiß ich, alles, was da unten noch passiert, bleibt weiterhin im Umlauf, sag ich mal. Aber der ganze Kohlenstoff, der muss weg. Kohlenstoff muss weg. Da können wir hier dann auch gleich noch was dran machen. So. Jetzt bin ich am Überlegen, wir kriegen nicht genügend Plastik zusammen, also sollen sie schon mal da unten anfangen zu bauen. Abbruch. Nicht Abbruch, zerlegen. Dann Rohr. Dann fange ich gleich mal an wieder mit der Lüftung. So. Hier kommt dann Erdgas raus, ja? Das Erdgas. Das ist schon unerreichbar, oder? Nee, geht noch. So, das Erdgas schicken wir jetzt erstmal auf Reisen. Und zwar 6. Schicken wir das Erdgas mal hier so hoch. Schön auf Reisen. Dann brauchen wir Sanitär. Wasser. Haben wir einmal hier diese Leitung und dann knipsen wir uns hier was ab. Und das so. Kriegt der alles hin? In der Zwischenzeit mache ich hier wieder einen Grabeauftrag, dass wir hier ja nicht diese schlechten Gerüche reinbekommen. Und fast kein Eis mehr. Auch schlecht. Hier wird es immer wärmer, also hier wird es immer weniger. Hier schmilzt es auch schon. Hier schmilzt es halt auch schon. Ich glaube, wenn das dann alles steht, bekommen wir das hier schon. Wunderbärchen, frei. Hier mache ich mal dicht. Auch wenn die Leiter und wenn das alles jetzt ganz nice ist. Das gucken wir uns dann doch mal an. Hier ist ein bisschen Öl drin. Hier ist ein bisschen Öl drin. Das passt schon. Die ganzen Gatter können wir mal mitnehmen. Ein bisschen lernen. Seid ihr zwei unerreichbar? Eigentlich nicht, oder? Blei. Diamant. Was kann man denn mit Diamanten dann machen? So, die Produktion hier steht. Jetzt müssen wir dann gucken, dass wir dann auch mal wieder ein bisschen Eis sammeln können. Zum Kühlen der Base. Was ist... Was passiert hier? Wir haben immer noch einen zu hohen Wasserverbrauch. Einen viel zu hohen Wasserverbrauch.
Da müssen wir uns dann auch was überlegen. Strom. Kabeln. So, du, bei dir ist jetzt nichts drin, gell? Hier kommen wir nicht dran. So. Nicht aufwischen, sondern aufräumen. Was hier so rumliegt. Hier machen wir wieder Bums, das nächste. Hier liegt jetzt ein bisschen Kohle drin, schade. Kupfererz nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt strahlt die Hitze quasi von oben vom Hauptraum aus. Kann ich hier einen Eislüfter reinbauen? Oh, wenn jetzt hier hinten schon Körpertemperatur ist. Hier kühlt es jetzt überall richtig angenehm ab. Gut, hier kühlt es jetzt auch langsam ab. Also ich glaube, es dauert einfach nur. Jetzt müssen wir hier oben die Hitze bekämpfen. Übrigens, Klima... Das kann man quasi hinten in die Wand reinsetzen. Könnte das potenziell länger laufen? Machen wir das mal so. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So, was ist mit den Leuten los? Wo ist meine Arbeit da? Wo sind die Bienchen? Geht die Hitze durch die Tür raus? Nee. Nicht wirklich, ja, bedingt. Das hier oben muss ich halt dann kühlen irgendwie und irgendwann.
So. Das schmilzt immer noch. Ich verstehe es aber nicht. So, dann können wir hier schon mal graben. Geht's hier nach und nach bergab. So, das läuft. Der pumpt hier unten schön Kohlendioxid. Also das ist jetzt... ja. Ist jetzt nicht optimal. Aktuell pumpen wir nur die Sachen hin und her, ja. Ja, dann gucken wir uns mal das Röhrchen an. Ach so. Hier. Nicht atembare Gase, Erdgas. So. Warum läufst du jetzt nicht mehr? Ja, wir brauchen halt jetzt einen Tank. Das ist schon klar. Irgendwo. Es ist halt alles hier blöd. Wir haben halt hier nirgends so richtig Platz. Das ist auch Bullshit. So, Moment. Dieser ganze Abschnitt hier gefällt mir halt auch nicht. Machen wir das so. Haben wir hier mal. Haben wir auch ein bisschen Gold, Dingsbums und Wischen hier. Wie. Das liegt jetzt nur an dem hier oben. Wenn wir es hier jetzt nochmal kühlen, wird der Raum kühler. Das Problem ist, machen wir es so. Gut, bei dir weiß ich jetzt nicht, ob du läufst. Schwupps, hier kommen sie noch nicht runter. Das war alles Öl, sehr gut. Mach ich wieder aus. Das war jetzt nicht so optimal. Lüftung, Lüftung. Und du gehst jetzt schon mal da rein. So. Ausbüchsen kann man da dann. Wir sammeln erstmal das Erdgas.
dass das hier unten läuft, dass das hier schön filtern kann, alles rausgeht. Dann knallen wir hier auf, dass hier auch noch das Kohlenstoffgedöns hinkommt, was jetzt immer mehr von da oben runter sickert. Von hier und von hier. Ach, das ist mein Wasserschlot. Da müsste man halt auch nochmal bei die Schlote, müsste man halt dann gucken. Da oben haben wir einen verschmutzten Luftschlot. Falls uns Luft ausgehen sollte, können wir hier ein bisschen was machen mit Luft. Muss man halt auch schön filtern, tschak, 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 dass es schön runterkommt. Aber dann haben wir hier immer schön Sauerstoff. Erdgas. Wie kannst du nur lagern? 150 Kilo. Also jetzt nicht allzu viel. Hier können wir jetzt übrigens auch noch ein paar so luftdurchlässige Ziegeln durchmachen, ja. Die Luft soll ja hier zirkulieren. Dich zerlegen wir. Bauen da drüber sowas, dass du da rüber kommst. Hier unten wird die Luft jetzt nicht weniger. Hier oben dafür mehr. Plops. Ich frag mich, was das da hier unten ist. Ist ein Vulkan? Oder sowas? Genau, hier haben wir jetzt einfach nur so einen Kreislauf. Einen Kreislauf. Keine Ahnung. Hier haben wir keinen Gasausgang. Ja, ich weiß. Hier haben wir auch Erdgas. Das wird jetzt kompliziert. Hier haben wir Erdgas. Hier kommt dann Erdgas. Das muss ich dann irgendwie mit hier oben in ein großes Erdgaslager reinbringen. Das ganze Hauptproblem ist, dass ich hier temperaturmäßig mir das alles nicht so gefällt. Hier haben wir jetzt schon Körpertemperatur. Das kommt jetzt von denen hier. So. Gut, du läufst und dann zerlegen. Bäm, na. So, dass der ganze Duss hier mal absinken kann. Dann machen wir hier nochmal luftdurchlässige Ziegel. Schon haben wir hier nur Sauerstoff drin. Das Sauerstoff zirkuliert da jetzt so ein bisschen. Mein Gott. Rein theoretisch könnte man dann auch eine Klimaanlage einbauen. Ja, reicht eigentlich schon.
Hier kommt Kohlenstoff runter, sammelt sich jetzt erstmal hier, weil hier noch ein Loch ist. Rennt hier auch eine Leiter noch ein bisschen runterbauen. In der Theorie müsste ich das auf jeden Fall jetzt nach und nach nach unten sickern und dann hier verbleiben, wobei wir hier dann Chlorgas drin haben, was dann irgendwo rumdümpelt. So. Hätten wir, glaube ich, ein paar Problemchen gelöst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. Tschüss.